Hey meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal und willkommen zu diesem heutigen Video. Ich habe mich jetzt sehr spät dazu entschlossen, schon weihnachtlich abzudekorieren. Es ist heute der 27. Das ist das einzige Teil, was noch steht. Ich schwöre es euch. Der Rest ist in 8 Tüten verpackt und unsere Wohnung sieht jetzt so scheißen leer aus. Ihr glaubt es gar nicht. Aber ich habe gedacht, ich drehe das letzte Video in diesem Jahr vor diesem Weihnachtsbaum. Mit meinen Weihnachtsgeschenken. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Feiertage und hattet viel Spaß mit der Familie. Wir haben Heiligabend zusammen verbracht, wir waren weg. Ersten auch und am zweiten waren wir bei meiner Mama. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und ich würde es aber vorher mit dem Video starten, weil wir vorher eine Videofrage. Was war euer bestes Geschenk dieses Jahr zu Weihnachten? Ich weiß es gar nicht. Ich fand alle Geschenke toll. Ich habe dann so ein Lieblingsgeschenk. Ich fand alle Geschenke toll. So zumindest meiner Meinung nach. Meine Mutter hat sich selber das Geschirrset gefreut. Ich hatte ja Gott sei Dank noch ein anderes Set bestellt, das dann auch wirklich am 24.12. kam. Gott sei Dank. Das wurde bei der Nachbarin abgegeben. Besser ging es persönlich für mich gar nicht. Ja, aber ich habe viel zu lange gequasselt, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, ich würde sagen, wir arbeiten jetzt mal diese Tüte hier ab und beginnen mit einer hammerschönen Palette. Die habe ich von meinem Mann zu Weihnachten gekriegt. Sehr ungewohnt, weil er ist überhaupt, ja, finde es zwar schön, wie ich schminke, aber er sagt immer, das ist was wie eine Puppe, nicht so viel. Und er findet mich ungeschminkt einfach schöner. Und wenn er dann sowas geschenkt kriegt, ist es natürlich wunderschön. Das sind so ganz viele Lippenstifte vorne. Ich öffne jetzt einfach mal den Koffer, würde ich sagen. So. Also, so sieht das von innen aus. Hier oben können wir das so runterklappen. Und dann können wir da auf jeden Fall schon mal den Lippenstift benutzen. Das kann man einfach so runterklappen. Ziemlich cool. Dann haben wir da den Spiegel. Dann haben wir hier Nummer 1. Wenn man es beiseite schiebt, haben wir Nummer 2. Wenn wir es beiseite schieben, haben wir Nummer 3. So, und jetzt kommt noch Nummer 4. Vorausgesetzt, der Effekt funktioniert. Ja, das war... Oh nein, 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 jetzt bin ich da schön reingegangen. Oh nein. So, wieder schnell verbinden hier. Das zum Thema Fufu-Effekt. Ja, das zum Thema Fufu-Effekt hier. Und zwar haben wir hier unten dann noch ein Gel, Eyeliner, ein Gel-Eyeliner in Braun und in Schwarz, einen pinken Gel-Eyeliner und einen Blau-Gel-Eyeliner, was ich ziemlich, ziemlich cool fand, ehrlich gesagt. Und ich habe mich umso mehr gefreut, dass ich es von meinem Mann gekriegt habe. Und ich habe bis auf die Blautöne kann ich damit echt was anfangen, weil es ist Augenbrauen-Gel, es ist Eyebrow-Highlighter, es ist Eyebrow-Puder da in beiden Farben. Es ist Blush da, es ist Highlighter da, es ist Contour da, es ist Bronzer da, es ist Augenbrauen da, es ist Eyeliner da, es sind Pinsel da. Das heißt, ich brauche theoretisch, wenn ich sage, ich verreise, das Set plus mein Blushpinsel, mein Puder, okay, mein Puder noch, also mein Blushpinsel, mein Puder, meine Foundation und mein Beauty Blender. Alles andere ist dabei natürlich noch Pinsel für Lidschatten und Bronzer. Aber ansonsten, Leute, ist alles dabei. Und das fand ich super, super, super praktisch. Also, wie schon umso mehr habe ich mich gefreut und ich finde das auch noch richtig, richtig schön. So, dann geht es weiter mit was sehr Praktischem. Und zwar einem Heizkissen. Fand ich super, super, super praktisch. Weil ich gedacht habe, könnte ein bisschen kalt sein. Wir haben auch schon eine Heizdecke und jetzt habe ich noch ein Heizkissen für meine Nieren oder mal meinen Rücken.
oder mal mein Arsch wieder zu kalt wird, weil die kalte Jahreszeit ist noch nicht ganz da. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, minus 3 Grad aktuell in Bremen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich das noch gekriegt. Dann habe ich noch von meinem Mann dieses coole Mauspad hier gekriegt. Das ist ein Mauspad, was herumleuchtet, wo ich dann oben hier am Knopf die Farbe ändern kann, wie es mir gerade passt. Ich habe es, glaube ich, auch schon euch gezeigt in meiner Instagram-Story, aber ich zeige es euch jedenfalls gerne nochmal und ich habe mich super, super gefreut. Und das Witzige ist, meine kleine Schwester hat genau das gleiche zu Weihnachten gekriegt von meiner Mom. Also das fand ich ziemlich witzig und allerdings wusste ich das Geschenk schon, zu meiner Verteidigung, weil wir nämlich spontan bei Action waren. Und das ist aber relativ witzig. Mein Mann war zu geizig, sich die Kopfhörer für 10 Euro zu holen. Und ich war zu geizig, 5 Euro für dieses Mausfett zu bezahlen. Und das fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee und von daher wusste ich dieses Geschenk schon. Aber egal. Dann haben wir diese schöne Tüte von Shoebag, nennt sich das Parfümerien. Wir werden das Ganze jetzt mal aufmachen. Das ist einfach so eine Überraschungstüte. Die habe ich geschenkt gekriegt. Und wir werden die jetzt einfach mal aufmachen und schauen, was da so drin ist. Als allererstes haben wir hier ein Tuchschal in so einem schönen Grau-Rot-Schwarz-Muster. Eigentlich echt schön. Kann man gut gebrauchen, auf jeden Fall zu dieser Jahreszeit. Dann geht es weiter mit so einem Duschschwamm. Eine Handcreme. Eine Pinsel von Lancôme und ein Duschgel von Miro Femer Shower Milk. Ja, riecht super, super, super gut und fand ich irgendwie ein ganz witziges Geschenk. Ich pack mal wieder alles schön ein hier. Fand ich auch super, super, super witzig. Dann geht es weiter mit den Kopfhörern, die ich auch gekriegt habe. Die gleichen, die ich meinem Mann geschenkt habe, habe ich auch gekriegt. Und zwar die von Grundig. Was ziemlich praktisch ist, weil meine sowieso kaputt sind. Deswegen war dieses Geschenk super praktisch. Ja, das habe ich noch bekommen. Dann habe ich auch schon ausgepackt eine Powerbank. Die hat jetzt 5000 Ampere Akku und weil ich irgendwie viel unterwegs bin, zumindest privat, und jedes Mal feststelle, mein Akku hält nicht mehr das, was er immer halten sollte. Ich glaube, mein Akku besitzt sogar 5000 Ampere, mein Handy. Und naja, auf jeden Fall noch die hier. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Geschenk. Und zwar ist es dieses LED-Windlicht, was super, super, super schön ist. Kann man bitte jemand wieder die Tür zumachen? Dankeschön, das ist nämlich kalt. Das sieht so aus. Und ich zeige es jetzt einmal kurz an. Okay, Google, Licht aus. Tada! Und ich fand es super, 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 super schön, auch wenn man es nicht so, weil ich ein Kameralicht noch anhabe. Aber ansonsten fand ich das super, super, super schön. Okay, Google, Licht an. Danke. Das habe ich noch gekriegt. Dann habe ich noch gekriegt was von Sweet Jasmin, eine Privatkollektion von Richards. Keine Ahnung, habe ich noch nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Ah, alles klar, das ist so ein Duftding mit Stäbchen und riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut. Auch super Geschenk, danke. Sieht irgendwas so aus. Dann geht es weiter mit einer Lidschattenpalette von Douglas. Das ist die Festival Nudes Eyeshadow Palette.
Die sieht so aus. Die hat diese Töne. Dann geht es weiter mit einer Tasse, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Tasse. Die zeige ich auch mal kurz. Ist auch von Douglas. So sieht die Tasse aus. In diesem so wunderschönen rosa angehauchten Ton. Homestay Love steht da drauf. Und auch ein super, super schönes Geschenk. Dann geht es weiter bei euch, weil ich sehr überrascht war, ist dieses Parfüm. Ich habe es mir ja geholt von Douglas, wo es reduziert war. Und jetzt habe ich es sogar nochmal. Richtig krank, aber das ist wunderbar, weil es halt echt gut riecht, das Parfüm. Und ja, war ich auch super happy. Ich meine, von Parfüm kann eine Frau eigentlich rein theoretisch nie genug haben. Aber ich glaube gar nicht, wie leer die Wohnung ist. Das ist Katastrophal. Dann haben wir dieses Set gekriegt. Das ist auch von Douglas. Das ist das Home Spa Seed Halasso Set. Bodylotion, Showerform, Bodyspray und Handcream. Und das Ganze sieht so aus. Dann geht es weiter mit Tee, der bei der Tasse dabei war. Das ist so eine Teepyramide. Habe ich schon mal gehabt, allerdings mit einer anderen Sorte, glaube ich. Und zwar ist es Chai Vanille. Auch super, super, super praktisch. Dann haben wir was von meiner kleinen Schwester gekriegt. Das fand ich ganz, ganz süß. Das ist dieses Deko-Tablett, vollgeführt mit Süßigkeiten. Und ich kann nicht mal vorlesen, was da drauf steht. Nehmt euch die Zeit, die für die Dinge, die euch glücklich machen. Die euch glücklich machen. Habt euch lieb. Und erstmal richtig schön gemacht und dann natürlich vollgefüllt mit Süßigkeiten. Und das wird auf jeden Fall auf unseren Stubentisch kommen. Das werde ich noch schön laminieren, damit ich es auch auswischen kann. Und da wird eine Lichterkette reinkommen, habe ich beschlossen. Aber ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, das ist in Ordnung für sie. Meine Mama hat nämlich auch so eins gekriegt. Dann geht es auch weiter mit den vorletzten Sachen hier. Ich habe noch eine neue Handtasche gekriegt. Ja, irgendwie kann ich mich mit Handtaschen momentan tot werfen. Das ist dieses wunderschöne Schmuckstück hier. Ist so mittelgroß, würde ich sagen. Hat allerdings keinen Reißverschluss, hat nur in der Mitte einen Reißverschluss. Und hat eine Innentasche, zwei Taschen, drei Taschen. Drei Taschen, aber das coole Feedback kommt noch. Und zwar das hier. Das finde ich, kann man richtig gut als Kosmetiktasche verwenden und dann nicht hier reinmachen. Man kann es auch hier reinmachen, klar. Aber ich kann es auch in die Handtasche reinmachen, weil da fand ich das ziemlich cool. Der Henkel ist so lala, den werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger machen. Aber ansonsten auch ein super, super schönes Geschenk. Und dann kommen wir auch zu den letzten zwei Sachen. Und zwar ist das einmal ein Foundation Pinsel von Douglas. Plus eine Foundation von Douglas. So, das waren auf jeden Fall meine Weihnachtsgeschenke. Es sind fast 13 Minuten. Für einige mag das viel sein. Aber ja, das sind halt ein paar teure Sachen. Einiges ist günstig. Gut, das Parfüm ist natürlich ein bisschen teurer. Ja, das Mauspad. Ich glaube, hat 5 Euro gekostet. Das ging noch. Heizkissen liegt, glaube ich, sogar 10 oder 15. Also, Wischer sind ja auch so von mehreren Personen. Also, von daher, wenn es nicht passt, sollte sich das Video nicht angucken. Ich bin super, super happy und super glücklich mit dieser Auswahl. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.